Show Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Heute wird es ein bisschen geekig, aber das soll euch nicht stören, weil wir zeigen euch was, was normalerweise nicht funktioniert. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Man kann ja jetzt das neue Mac OS X Lion auch in einer virtuellen Maschine installieren. Das Ganze ging bisher nur mit Lion. Das liegt daran, dass es bisher verboten war von Apple, also was der End-User-License-Vertrag hat das ausgeschlossen, dass man das mit 10.6 gemacht hat, mit 10.7 erlaubt ist das jetzt. Was wir euch heute zeigen, ist also nur eine technische Demonstration von etwas, das funktioniert. Wir machen das aufgrund unseres journalistischen Auftrages, den wir hier mit erfüllen wollen. Wir würden euch das natürlich nie empfehlen, nachzumachen, weil ihr damit euren Endbenutzer-Lizenzvertrag verletzen würdet. Eventuell denkt sich vielleicht der ein oder andere Entwickler, ist ja doch ganz praktisch, wenn ich nicht immer nur auf Lion meine Programme testen kann. Oder einen zweiten Rechner oder eine zweite Platte brauche, um da immer rumzubooten. Ja, genau. Da mit Sicherheit, obwohl Lion jetzt schon einige Zeit erhältlich ist, bei Weitem noch nicht mal 50% der Mac-User auf Lion umgestellt haben. Genau. Also wie schon gesagt, es gibt ja die Möglichkeit umzubooten. Allerdings hat so eine virtuelle Maschine den Vorteil, ich muss nicht aus meinem aktiven System, wo zum Beispiel mein Xcode oder irgendwas läuft, raus, sondern ich kann einfach ein sauberes System booten, wenn ich fertig mit meinen Tests bin, auf einen vorher angelegten Snapshot zurückrollen und alles ist wieder im Auslieferungszustand. Und das macht Testen viel einfacher. Man kann also so mit 10.6 und 10.7 gleichzeitig laufen lassen. Es ist an der Stelle ein bisschen schade, dass Apple nicht gesagt hat, okay, 10.6, macht doch, was ihr wollt damit jetzt. Weil es ja eigentlich nicht mehr die aktuelle Version ist und nicht mehr käuflich zu erwerben ist, aber da haben wir uns getäuscht. Ja, nach wie vor bekommt man Snow Leopard für den Client, also für den normalen End-User, nach wie vor im Apple Store für 29 Euro. Gibt es natürlich auch bei Amazon oder anderen Online-Warenhäusern. Genau. Den Server hingegen konnte man immer schon installieren. Den gibt es auch nach wie vor bei Apple oder bei Amazon. Wir haben ihn am billigsten Preis für 200, ich glaube 39 oder 35 Euro gefunden. Ja. So weit, so gut. Genau. Und mich nicht alles täuscht, wenn ihr den Server kauft, bekommt ihr sogar Unlimited Client-Installationen dazu. Das bedeutet natürlich, ihr müsst euch in dem Fall nicht mal den Client-DVD kaufen. Aber ihr braucht erstmal die Originalversion, weil ihr müsst natürlich von denen installieren. Richtig. Und jetzt haben wir erstmal eine CD. Ja, eine CD haben wir. Wir brauchen beide gleichzeitig. Also was machen wir am besten, um beide gleichzeitig nehmen zu können? Wir machen Disk-Images. Woohoo! Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie man ein Disk-Image erstellt, relativ einfach. Ihr nehmt die CD-DVD, schiebt sie in euer DVD-Laufwerk im MacBook Pro oder im Mac. Wartet dann kurz, bis es erkannt wird. Dum, 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 dum. Es dauert natürlich ein bisschen und wir sehen das dann rechts oben im Display. Ah, es läuft. Ich kann was hören. Ich auch. Da ist es doch schon. So, wir sehen jetzt, hier ist die CD, das DVD erkannt. Wir können das Fenster hier schließen. Was wir jetzt tun, wir öffnen das Festplattendienstprogramm. Dafür benutze ich Spotlight. Das heißt auf Englisch Disk Utility, auf Deutsch heißt es Festplattendienstprogramm. Findet das Ganze im Utilities-Ordner. Oder per Spotlight, wie Tino schon gesagt hat. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, hier sehe ich meine gesamten Festplatten. Das kann natürlich von User zu User variieren. Ich wähle jetzt hier diese Server-Installations-DVD aus, drücke auf New Image. Und was ich jetzt noch tun muss, ich kann einen Ort auswählen, wo ich es hinkopieren möchte. Ich kann jetzt hier Compressed auswählen. Wenn ich möchte, dass es ein bisschen schneller funktioniert, wähle ich DVCD Master. Ist für diesen Anwendungszweck egal. Compressed ist, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen kleiner, wie ihr das haben möchtet. Was ich nicht empfehlen würde, ist jetzt zu verschlüsseln, weil eben für diesen Anwendungszweck das überhaupt keinen Sinn macht. Genau, und es würde nur länger dauern, weil er ja hier fair und nachher wieder entschlüsseln muss. Alles, was ich jetzt noch zu tun habe, ich drücke hier auf Speichern und dann fängt er auch schon an, die Installations-DVD als Image auf die Festplatte zu schreiben. Wir haben es gerade im Desktop gesehen, es wurde schon angelegt. Das dauert jetzt ein bisschen und weil wir euch die Warterei ersparen wollen, haben wir das natürlich vorher schon gemacht. Und zwar mit beiden, sowohl mit der Client als auch mit der Server-DVD. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen und wir benutzen das Virtualisierungsprogramm unserer Wahl. Nämlich ja, Parallels 7 Desktop. Parallels Desktop 7. Würde ich sogar sagen. Desktop 7, du müsstest uns nochmal groß machen. Da gebe ich dir natürlich absolut recht, dass wir das machen müssen. Vielen Dank. So, also Parallels Desktop 7
gibt es ab 40 Euro, glaube ich, wenn man ein Update kauft von der vorigen Version und ab ungefähr 80 Euro, wenn man die Vollversion kauft. Findet ihr bei parallels.com. So, und das haben wir uns ausgesucht. Das haben wir natürlich auch schon runtergeladen. Ich hätte es auch anders sein können. So sieht das Ganze aus. Was wir jetzt hier tun müssen, wir müssen jetzt hier eine Install Windows, also eine Windows-Installation auswählen, wählen das hier aus. Drücken auf. Also Vorsicht, nicht unten den Line-Knopf andrücken. Das ist ganz toll, wenn ihr Line installiert habt. Dann holt ihr das sich direkt aus der Recovery-Partition. Also wir nehmen ich zeige das mal kurz da. Und nicht das hier unten. Genau. Ja. Drücke ich dann auf Weiter oder Continue. Was ich jetzt hier zu tun habe, ich wähle jetzt nicht das DVD-Laufwerk aus, sondern ich wähle hier die Server-DVD. Die haben wir umbenannt. Nimmst du lieber nochmal die echte. Ja, das nimmt eh nicht so. Choose an Image-File. Jawohl. Genau. Finde ich auf meinem... Natürlich auf meinem Desktop, muss ich ganz kurz warten. Ja, der Applications-Folder ist natürlich jetzt auf meinem Rechner nicht gerade der kleinste, muss ich gestehen. Genau, also da müsst ihr jetzt einfach die Server-DVD auswählen. Das ist ganz wichtig, weil nur die Server-DVD erlaubt euch ja an der Stelle die Installation in eine virtuelle Maschine. So ist es. Dann drücke ich wieder auf Weiter. Was ich jetzt tun muss, ist wichtig, kann natürlich einen Namen auswählen, aber viel wichtiger als das ist, dass ich hier unten diese Checkbox anwähle und danach, um anschließend in die besonderen, wie heißen sie auf Deutsch, auf die zusätzlichen Einstellungen zu kommen, genau. Drück auf Weiter. Ich finde es ja lustig übrigens, dass man twittern kann, dass man jetzt das installiert. Da gibt es extra Twitter- und Facebook-Knöpfe in Parallels. Ja, sehr schön. So, jetzt kriege ich hier eine Information, dass ich vielleicht zu wenig Speicherplatz auf meiner Festplatte habe. Das ist nicht so schlimm. Ist auch euch nicht weiter schlimm, weil standardmäßig wird ein mitwachsendes Image erstellt. Das heißt, es hat bis zu 64 GB standardmäßig Platz, braucht aber immer nur so viel Speicherplatz, wie tatsächlich belegt ist. Von daher einfach erstmal nicht kümmern oder ihr macht es nachher kleiner. Wichtig ist hier wieder, dass ich die Checkbox wieder einschalte, dass ich eben zu diesen besonderen Einstellungen komme. Drück auf Erstellen. Jetzt warten wir einen Moment. So, jetzt bin ich hier in diesen zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten und jetzt kommt schon der erste große Clou, den ich vollziehen muss. Es gibt hier den Plus-Knopf, den ich auswähle, um ein weiteres CD-DVD-Laufwerk hinzuzufügen. Das wähle ich aus und als Quelle nehme ich keine DVD, sondern ich wähle jetzt hier die normale, also jetzt muss ich nochmal zurück in die Einstellungen, gehe wieder auf den Desktop und wähle jetzt die normale Snow Leopard User Installations-DVD. Drücke auf Open. Und auf OK. Jetzt habe ich hier ein kleines Problem, da automatisch, wenn ich ein neues DVD-Laufwerk anlege, wird diesem der IDE-Slot 0.0 angelegt. Das ist sozusagen die erste CD-Laufwerk, von dem gebootet wird. Also wie in der Programmierung ist 0 immer gleichzeitig die 1. Das erste, also die 1. Das heißt, ihr müsst hier an der Stelle aufpassen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Genau, ich wechsle jetzt hier auf 0. Und 1, das macht mir gar nichts, der sagt mir, ich muss die andere auch umstellen, das passt. Jetzt müsste ich hier wieder 0.0 finden, das passt auch. Und jetzt... Halt, da müssen wir noch das Ding auswählen. Ah ja, richtig, hat das hier umgestellt. Hier wählen wir wieder die Server. Das Server-Image aus. Und jetzt schließe ich hier einfach mit dem roten Knopf. Und was ihr jetzt noch tun habt, drückt auf Continue. Was jetzt passiert, er nimmt sich die DVD 0, also das DVD-Laufwerk 0.0, startet jetzt von dem, stellt fest, alles klar, ist eine Serverinstallation und startet in die Serverinstallation, die wir allerdings gleich nicht durchführen werden. Wird ein bisschen spannend. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen, bis es zum ersten Mal gestartet ist. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Installation das. Ich hol mir ein Getränk, tralalalala. Sie ist gleich wieder da. Möchtest du bitte hier meins auch nochmal auffüllen? Natürlich, ich bring's einfach mit. Ich sehe die Outtakes kommen. Vielen Dank. Und schon ist sie da. Okay. So, ja, wir sind zurück. Mach nochmal kurz Pause, dass wir einen Schnitt reinmachen können. So, und schon sind wir bei der macOS 10 Server-Installation angekommen. Jetzt kann ich hier natürlich, wenn ich Deutscher bin, Deutsch auswählen. Aus Praktikabilitätsgründen wählen wir hier Englisch aus. Und wir drücken auf den Pfeil und lassen die Server-Installation starten. Tada! Das können wir uns jetzt hier alles schön durchlesen. Wir drücken allerdings jetzt einfach auf Continue, kriegen jetzt hier die Endnutzer
als Endnutzer-Agreement, drücken auf Zustimmen. Und jetzt kommen wir zu dem großen, zum großen Wechsel von der normalen Installation zu der Installation, die wir jetzt durchführen. Wenn ihr hier angekommen seid, würdet ihr normalerweise die Festplatte auswählen und auf Installieren klicken. Das machen wir jetzt nicht. Weil wir, wie ja gesagt, wir wollen ja nicht den Server installieren. Genau das würden wir jetzt an der Stelle tun. Wir klicken hier oben, finden wir in der Anzeige Utilities und dort wählen wir jetzt aus das Terminal. Leider habe ich meine Nerdbrille vergessen, weil die werde ich jetzt eigentlich gleich brauchen. Bevor wir aber jetzt hier anfangen zu tippen. Noch ganz kurz, für alle, die noch nie mit dem Terminal gearbeitet haben, es ist standardmäßig, da ich jetzt englische Installation eingestellt habe, auch die Tastatur auf Englisch umgestellt. Wer sich den sparen möchte, kann hier oben rechts auf die Flagge drücken und ganz einfach eine andere Region auswählen. Am besten eine, die deutsche Tastatur verwendet, wie zum Beispiel Deutschland. Ihr könnt natürlich am Anfang auch ohne Probleme Deutsch für die Installation wählen. Das liegt dann ganz bei euch. Wir legen mal jetzt hier mit dem Terminal los. Ich schau mal, dass wir hier ein bisschen die Schrift größer kriegen, weil sonst, wenn ihr genauso wenig wie ich eure Nerdbrillen nicht aufhabt, dann würdet ihr hier nichts sehen. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir wechseln jetzt erstmal in ein Verzeichnis, und zwar in ein Verzeichnis CD-Volumes. Und jetzt wollen wir auf die macOS 10 Client-Installations-DVD wechseln. Für alle die, wie auch ich, nicht so viel mit dem Terminal zu tun haben, wer nicht den ganzen Text jeweils eingeben möchte, der verwendet als Hilfestellung einfach den Tab-Knopf auf seiner Tastatur. Sofern die Buchstaben in dem Pfad vorhanden sind, wird dieses Auto vervollständigt. Ich hoffe, das sieht man jetzt gleich. Vermutlich natürlich nicht, weil wir in der virtuellen Maschine sind. Genau, ich drücke jetzt Tab. Volumes, das ist also das Verzeichnis im Root bei Mac, bei macOS 10, wo, oder auch bei Unix, wo alle gemounteten Volumes drin liegen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir geben mal Mac ein und drücken mal Tab. Und jetzt sehen wir, er zeigt uns die macOS 10 Install DVD und die macOS 10 Server Install DVD. Ganz vorsichtig sein, wenn Leerzeichen drin vorkommen, macht einen Backslash vor dem Leerzeichen, dann Leerzeichen drücken und jetzt drücken wir nochmal Tab. Jetzt sind wir schon wieder eins weiter und jetzt drücken wir I. Wenn wir S drücken würden, würde der Server wählen. Ich drücke wieder Tab. Ihr könnt es natürlich auch einfach abschreiben, ist gar kein Problem. Und genau da wollen wir hin. Allerdings gehen wir noch eins weiter und zwar gehen wir auf System, Installation und dann auf Packages. Drücken Enter und jetzt sind wir in diesem Ordner und jetzt starten wir den Installer und zwar, also ich weise nochmal darauf hin, wir sind jetzt im Terminal gerade auf die, in das Dateiverzeichnis der Server, der Client-Installation gewechselt und starten jetzt von dort per Hand den Installer, von der Kommandozeile, also Installer, dann Verbose. Verbose hat den Vorteil, dass sie einem etwas mehr mitteilt, was jetzt passiert, weil die Installation ist jetzt, wie sie gleich passieren wird, etwas langweilig. Also wir sagen Verbose minus PKG und dann sagen wir OS install.mpkg. Also wir sagen ihm, installier bitte diese sogenannte OS install.mpkg. TGT ist das Target, wo wir hin installieren und da geben wir jetzt ein slash Volumes natürlich. Slash Volumes slash Macintosh HD. So heißt die ja standardmäßig. Wir haben es nicht geändert, deswegen heißt sie auch so. Alles klar. Alles, was ich jetzt noch machen müssen, ist Enter drücken. Und es gibt jetzt spannendere Dinge. Weil hier, was jetzt hier passieren wird, ist eine Installation. Man wird jetzt sehen, dass was passiert. Deswegen haben wir Verbose eingegeben. Aber hier läuft jetzt ein Installer durch. Genauso wie ihr vorher den grafischen Installer seht, wo dann dieses Ding durchläuft, läuft halt jetzt hier eine Textinstallation durch. Und nachdem wir euch nicht zu Tode langweilen wollen, drücken wir jetzt den Zeitsprung-Knopf gleich. Wobei es ja schon spannend ist. Also ist ein bisschen so, wie wenn man The Matrix zuschaut. Gut, Writing Files, das wird jetzt ein bisschen dauern. Genau, also wir spulen jetzt ein bisschen vor. Wenn ihr uns gleich hier unten in der Ecke hektisch rumhampeln seht ihr, die Zeit läuft schneller. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Installation durch ist. Es sei denn, du hast noch wichtige, epische Worte vor der Installation zu sagen. Nein, vielen Dank. Ich spare mich auf nachher auf. Sehr gut, dann sehen wir uns gleich wieder.
ja, die Installation ist fertig und theoretisch könnten wir jetzt neu starten. Wenn wir jetzt aber neu starten, sagt Parallels, du hast ja gar keinen Server, keinen Server-DVD erstellt, weil er sucht nach etwas. Und nach was sucht er? Er sucht nach einer speziellen Datei und diese Datei heißt serverversion.plist. Und die erstellen wir jetzt und die erstellen wir wieder einfach übers Terminal, weil da muss gar nichts drinstehen. Die muss nur da sein. Da hat sich Apple ja echt angestrengt. Und zwar erstellt die jetzt mit dem Befehl touch. Das ist der Befehl, der einfach eine leere Datei erstellt. Und zwar liegt die, und zwar in Volumes, Macintosh HD, System, Library, Core Services. Und dann heißt sie serverversion.plist. Gucken wir, ob wir alles richtig haben. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut aus. So, jetzt ist die Datei da und jetzt müssen wir nur noch neu starten. Also Shutdown minus H now. Das ist der Befehl, der dem System sagt, dass er jetzt neu zu starten hat, oder? Shutdown now! Yeah. Okay, also Neustart wird ausgeführt. Und jetzt sollten wir auch kein Problem haben, von der internen Platte zu booten. So, für alle, die noch wieder mal vergessen haben, was passiert ist. Wir haben jetzt gerade die 10.6 Client-Version in einer Virtual Machine installiert. Ganz wichtig, die 10.6.0. Exakt. So, wir drücken jetzt hier auf macOS 10 starten, drücken da drauf. Jetzt bootet es natürlich ganz normal, so wie wir das am normalen Rechner auch kennen. Dauert ein Stückchen. Und wenn wir dann darin angekommen sind, müssen wir was tun. Klar, wir könnten euch natürlich jetzt hier stehen lassen und sagen, ihr habt 10.6.0, viel Spaß damit, ist halt ein bisschen alt, aber ist ja nicht unser Problem. Aber dann sind wir ja nicht Digital Upgrade, weil wir sind heute nämlich nicht nur Digital Upgrade, sondern auch Digital Update. Richtig, wir möchten euch nämlich die Möglichkeit bieten, dass ihr eure 10.6.0 auf die aktuelle Version 10.6.8 updaten können. Der ein oder andere mag jetzt sagen, ja, das kann ich doch selber, da drücke ich einfach oben auf den Apfel und drücke dann System Update. Aber das ist hier nicht ganz so einfach, weil das System denkt jetzt natürlich, also irgendwie bin ich Server, aber irgendwie auch nicht und gibt mir keine Updates. Und wir brauchen natürlich die Updates für die Client-Version. Wir müssen jetzt also dem System wieder beibringen, dass er die Client-Version ist. Und nachher trotzdem die Möglichkeit haben, wieder neu zu starten, weil bei jedem Start überprüft Parallels, ist diese Datei da? Wenn sie nicht da ist, dann wird sie euch sagen, so geht das nicht. Wir richten mal kurz 10.6 ein, also macOS 10.6 ein, so Keyboard German, mach doch mal German, sonst haben wir nachher wieder das Problem. Keyboard German. Do not transfer, weil wir brauchen jetzt gerade nichts übertragen. Wir wollen ja ein recht nacktes System. Da continuen wir einfach. Und hier ein guter Trick. Ihr könnt entweder einfach fortfahren oder wir drücken auf Go Back, drücken an der Stelle Command Q. Dann können wir die ganze Geschichte einfach überspringen. Jetzt legen wir noch einen Account an, einen Admin-Account beispielsweise. Ist aber euch überlassen. Ach, Passwort. Wer braucht heutzutage schon ein Passwort? So, keins. Richtig, das ist der geheime Trick. Geheime Info. Kein Passwort. Das ist natürlich komplett euch überlassen. Bitte in Deutsch. Alles klar. Wir wollen jetzt kein Passwort. Wir sind ja eh schon in einer virtuellen Maschine. Da werden wir keine sensiblen Daten reinspeichern. Von daher ist das egal. So. Die Client-Installation ist jetzt soweit fertig und jetzt machen wir uns an das Update. Um dem macOS 10 jetzt zu sagen, dass es in Wirklichkeit ein macOS 10 Client ist, müssen wir nur eine Sache tun. Die Datei, die wir vorhin angelegt haben, erstmal wieder löschen. Das können wir über den Finder machen. Damit ihr die Prozedur besser sehen könnt, schauen wir uns das Ganze natürlich wieder im Close-Up an. Ja, was mache ich? Ich gehe im Finder in den Ordner. Dafür muss ich zuerst auf die Macintosh HD wechseln. Dort finde ich den Ordner System. Hier gehe ich in Library rein, dann Core Services. Und was ich anschließend noch machen muss, ich muss die Datei serverversion.plist auswählen und ich verschiebe sie per Drag and Drop in meinen Papierkorb. Was ich natürlich nur machen kann, wenn ich wenn ich eingeloggt bin als Administrator, drücke ich OK und drücke auf Empty Trash, um meinen Papierkorb zu löschen. Ja, so weit, so gut.
Was ich natürlich jetzt noch tun muss, um die Updates zu installieren, ist so wie bei jeder anderen Softwareinstallation von macOS 10 auch. Ich drücke oben auf den Apfel und klicke dann auf Software Update. Jetzt öffnet sich hier dieses Fensterchen und nach einiger Bedenkzeit hat der Mac alle möglichen Installationsversionen gefunden und bietet uns dann das Update an. So, nach kurzer Wartezeit bekommen wir dann dieses Dialogfenster, wo wir uns jetzt anzeigen lassen können, welche Updates zur Verfügung stehen. Unter anderem finden wir hier das kombinierte Update auf 10.68 und genau dieses brauchen wir. Wir installieren natürlich jetzt hier, weil wir ja die Zeit haben, installieren wir alle. Weil im Vergleich zu dem 10.6.8er Update sind die anderen eh nicht besonders viel, von daher einfach alles auf. Wir müssen natürlich wieder als Admin akzeptieren, das haben wir gemacht. Und jetzt laden wir die Dateien runter. Und wie wir das immer so schön machen, nutzen wir wieder die Möglichkeit, hier den Time Warp einzusetzen. Und wir sehen uns gleich, wenn die Dateien heruntergeladen und installiert sind. Olé! So, nachdem alle Dateien endlich heruntergeladen sind, bleibt uns nur noch eins übrig, hier auf den Restart-Knopf zu drücken, der dann anschließend in die Installationsebene von macOS 10 geht, das heißt außerhalb der normalen Benutzeroberfläche, aber noch weiter vorne als beim eigentlichen Neustart. Ja, wir werden danach gleich sehen, dass wir ein Problem mit dem Neustart haben werden, weil wir ja vorhin diese Datei gelöscht haben. Aber da gibt es einen Weg drumherum. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal die Updates installieren, die wir geladen haben. Und das machen wir jetzt mal. Und es wird jetzt wieder mal ein bisschen dauern. Und ihr kennt es ja schon. Der Time Warp wird gleich wieder zuschlagen. So, wir starten jetzt neu. Ihr seht gleich, es passiert nichts. Ich mache das mal groß. Und er erkennt, die Datei ist nicht vorhanden, also kann er nicht davon starten. Jetzt müssen wir ihm nur noch sagen, starte doch bitte jetzt mal von der Server-DVD. Das müssen wir nur einmal machen. Zumindest einmal nach dem Update, sonst müssen wir das nicht mehr machen. Und das kannst du jetzt einfach mal ändern. Wir drücken hier auf OK, dann gehen wir auf Virtual Machine hier oben und wählen hier unten Konfigurieren aus. Und hier sind wir bereits in unserer Bootreihenfolge angekommen und wir wählen jetzt hier, dass wir während dem Startup auswählen möchten, von welchem Boot-Device gestartet werden soll. Was wir natürlich immer noch machen sollten, nochmal überprüfen, ob auch das richtige Image ausgewählt ist, weil wir eben die Server-DVD als Startmedium brauchen. Ich mache das dann wieder hier zu und drücke auf macOS 10. So. Jetzt drücken wir Escape. Press Escape to select Boot Device, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt fragt er uns, ich brauche jetzt hier einfach mal mit der Tastatur was anderes auswählen. Ich will jetzt die Server-Install-DVD, aus leider ein bisschen ineinander verschachtelt. Drücke Enter. Und wir starten jetzt wieder in den Installationsprozess rein. Wie schon gesagt, das müsst ihr nicht jedes Mal machen, sondern nur, wenn ihr Updates installiert. Wenn ihr später nochmal, weiß nicht, zum Beispiel Rosetta nachinstallieren wollt oder irgendwas in der Art, müsst ihr wieder die Server-Plist löschen, dieses Prozedere nochmal durchmachen, Updates installieren und das nochmal machen. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt eine Installation geschaffen, 10.6.8, einfach nackt, wie sie ist, und da möchte ich nur meine Applikationen testen oder irgendwas machen, dann müsst ihr das nie wieder tun. Dann behaltet ihr das nachher einfach, wenn wir die Änderungen jetzt gemacht haben, bei so wie es ist und alles ist gut. Also selbes Prozedere wie vorhin. Wir müssen die Eule abnicken, die gleich nochmal kommt. Das machen wir jetzt. Und dann sind wir wieder hier, wo unser ursprünglicher Installationsprozess die Änderung erfahren hat. Wir gehen hier wieder auf Utilities oben in der Liste und wählen das Terminal aus. Vorher stellen wir natürlich nochmal auf deutsches Tastaturlayout um, weil es einfacher ist, ganz einfach. So, German. Und wir machen wieder genau dasselbe, was wir vorhin gemacht haben. Wir machen ein Magst du noch mal groß machen, bitte? Touch. Ich mache das natürlich gerne nochmal groß. So, das kann jetzt hoffentlich jeder sehen. Touch, Volumes, Macintosh, HD, System, Library, Core Services. Und da heißt sie Server-Version.plist. Server-Version.plist, passt. Und dasselbe wie vorhin, Shutdown-H now. Fährt die virtuelle Maschine wieder runter und
wir können jetzt auch die Abfrage der Bootreihenfolge ändern, müssen wir aber nicht, weil wenn wir nicht Escape drücken, passiert einfach gar nichts. Das heißt, wir haben für den Fall haben wir jetzt das Sicherheitsnetz eingebaut, dass wir die Möglichkeit haben. Ansonsten brauchen wir an der Stelle einfach nur zu warten. Und jetzt booten wir gleich wieder in macOS 10.6.8 rein. Jetzt wird es spannend. Wir drücken nicht Escape, gehen nicht über los und ziehen nicht 1.000 Euro ein. Genau. Er macht das von selbst, wählt das Richtige aus. Also wenn ihr diesen Screen überspringen wollt, dann einfach in die Konfiguration gehen und das Häkchen, das Tino vorhin gesetzt hat, wieder rausnehmen. Ja, ihr seht schon, es kommt keine böse Fehlermeldung, sondern wir starten einfach. Das dauert jetzt. Ja, das Ganze könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr eine Vollversion von Parallels besitzt. Also ihr müsst zumindest den Parallels 7 Desktop besitzen. Den bekommt ihr bei Amazon oder bei Parallels direkt. Kostet die Vollversion, ich glaube momentan ist sie reduziert, aber normalerweise kostet sie 79,99 oder 95. Aber wenn ihr schon Besitzer einer vorherigen Version seid, könnt ihr natürlich das Update kaufen. Das kostet entweder 40 oder 50 Euro, wie ihr das gerne haben möchtet. Richtig. So, dann schauen wir nochmal kurz hier rein, hier den Beweis zu erbringen. 10.6.8 ist installiert. Es könnte kaum schöner sein. Und jetzt noch das kleine Zuckerl obendrauf. Parallels bietet euch die Möglichkeit, Snapshots zu erstellen. Da finde ich persönlich total super. Also wir benutzen ja zum Beispiel Windows, wenn wir euch Sachen auf Windows zeigen, was in letzter Zeit zugegeben nicht so oft vorkam, benutzen wir ja auch eine virtuelle Maschine. Und wir haben uns dann Snapshot eingestellt, erzeugt, weil wir installieren ja jedes Mal wieder irgendeinen Kram. Und jedes Mal wieder alles zu löschen und schauen, dass wieder funktioniert, ist ein bisschen mühsam. Wir haben jetzt einen Status von unserer Installation, den wir so behalten wollen. Und deswegen erzeugen wir uns einen Schnappschuss, einen Snapshot, sagen also Take Snapshot, nennen ihn irgendwie, dass es sinnvoll ist. Genauso haben wir das bei unserem Windows 7 auch, nennen das irgendwie und sagen okay. Und jetzt friert Parallels praktisch diesen Konfigurationsstand ein. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Änderungen macht und die wieder rückgängig machen wollt und wieder zurück zu einem cleanen System kommen wollt, müsst ihr nicht einfach wieder neu installieren, sondern ihr könnt dann einfach oben auf, genau, ihr könnt einfach oben auf die Snapshots gehen und revert to Snapshot oder zu Snapshot zurückgehen machen. Und der vorige Snapshot wird wieder hergestellt. Ihr habt es gesehen, Tino hat was geändert. Und gleich ist das magisch wieder da unten, wo es hingehört. Und das klappt natürlich mit allen anderen Konfigurationseinstellungen auch. Es wird einfach wieder die Version hergestellt, die ihr da neu gemacht habt. Ihr könnt auch mehrere Snapshots gleichzeitig verwalten, wenn ihr sagt, ich installiere mir jetzt Rosetta, dann erstellt ihr noch einen mit Rosetta oder ihr erstellt euch noch einen Snapshot, wo eure Software installiert ist oder was weiß ich. Also das bleibt dann komplett euch überlassen. Ich glaube, wir haben es erfolgreich gemeistert. Ja, wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Wuhu. Ohne uns könnte niemand auf dieser Welt tatsächlich 10.6.8 Client in einer virtuellen Maschine abspielen. Genau, und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, es ist gar nicht so schwierig gewesen. Man muss nur in Wirklichkeit einmal Dateien rumkopieren und das war es eigentlich auch schon. Das Einzige, was halt ist, man muss warten, weil man installieren muss. Aber das muss man so oder so, auch wenn man das normal installiert. Funktioniert einwandfrei und super. Beide Daumen hoch, mehr habe ich nicht. Total begeistert, ja, finde ich auch. Was können wir noch sagen? Ja, nochmal zusammenfassend. Wenn ihr natürlich nicht ganz verstanden habt, wie das Ganze funktioniert, schaut ihr euch am besten die Folge nochmal an. Das ist eine Step-by-Step. Anleitung, also Schritt für Schritt werdet ihr durch diesen ganzen Installationsprozess geführt und selbst wenn wir euch vielleicht ein bisschen zu undeutlich gesprochen haben, aufgrund unseres Oxford-englischen Akzent, den wir öfters mal haben, gibt es auf unserer Webseite natürlich auch nochmal die Anleitung, wie ihr Schritt für Schritt 10.6 Client in Parallels 7 Desktop installiert. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das war cool, das hat uns weitergeholfen, dann schaut doch mal auf unserer Webseite vorbei. Wir haben dort einen Flatter-Button,
der sich nicht einspielen lässt. Wir haben auf jeden Fall auf unserer Webseite einen Flatter-Button. Den könnt ihr drücken, dann bekommen wir ein bisschen was von der Flatter-Revenue ab. Wenn ihr fragt, was ist Flatter, haben wir mal eine Sendung dazu gemacht. Einfach mal auf der Webseite im Archiv gucken. Wir können die paar Cent, die wir dann immer bekommen, dafür benutzen zum Beispiel, dass wir den Server bezahlen, auf dem die Webseite liegt und so weiter und so fort. Wenn ihr das macht, wäre echt cool. Und ich glaube, wir sind am Ende. Weil, wie ihr wisst, das war Digital Upgrade und ihr wurdet upgegradet. Und der Abspann läuft. Ja, das mit dem Flatter-Button habe ich ja gut gemacht. Schön, dass ich extra einen Lower Third angelegt habe. Ja, iTunes haben wir auch nicht gedrückt. Ja, das habe ich auch nicht angelegt. Ich hätte nur den Flatter-Button heute erwähnt haben. Gut. Und der geht wahrscheinlich jetzt. Ich vermute es nicht. Wir können ja gleich mal drauf explodiert wahrscheinlich einfach die Maschine. Nee, geht auch nicht. Okay. iTunes Store. Ja, Flatter geht! Oh, jetzt zeige ich ihn nochmal. Der liegt natürlich auf dem falschen Knopf. Ah, dann schau an! Genau, also Flatter-Button auf der Webseite. Wir haben sogar tatsächlich kriegen immer mal ein bisschen Geld dadurch rein. Das ist jetzt nicht die Welt. Es sind irgendwie ein paar Euro im Monat. Aber ich meine, das ist besser als nichts. Vielen Dank an alle, die uns da schon mal beflattert haben. Ja. Wir freuen uns immer sehr. Auf jeden Fall. Über kleine Gaben auch. Und wenn ihr immer dran denkt, es ist bald Weihnachten. Oh. Und wir freuen uns auch über große Gaben. Also nur mal, nur um es mal gesagt zu haben, auf der Digital Upgrade-Seite unter Team findet ihr bei jedem Teammitglied einen Link zum Amazon-Wunschzettel. Zwinker, zwinker. Besonders gerne hätte ich diese Halo Collectors Edition Uniform. Ihr könnt ja zusammenlegen. Alle. Hervorragend. Ich glaube, das war's schon. Für euch war die Sendung jetzt vielleicht nicht ganz so lang. Die andere Sendung für uns schon, weil wir mussten uns natürlich die Installationsbalken alle angucken. War auch mal spannend. Ja, war gar nicht so unspannend. Mach das mal zu hier. Suspend. Mach Stopp. Ist übrigens cool, weil man kann es genauso wie andere Virtual Maschinen auch einfach suspenden und dann ist es nachher sofort wieder da. Ja. Finde ich cool. Ja, das war's. Hier könnt ihr unsere Zettel haben, wenn ihr sie wollt. Müsst ihr allerdings ins Studio kommen. Richtig. Dann signieren wir sie auch. Das soll es gewesen sein. Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.